Guten Tag und willkommen zurück zu Mario & Luigi Superstar Saga. Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Nero LP. Ja, wir heißen... Ja, da sind wir wieder. Ja. Ja, wir springen hier einfach mal rum. Springen mit! Ja. Yay! Wir sind an Bord des Cooper-Jettes. Wir sollen zum Oberdeck gehen. Und das machen wir jetzt mal. Ein Sprung gegen die... Box. Gegen Box startet den Kran. Mit dem Kran könnt ihr die Ladung wegräumen. Warum machen wir das mal? Was? Wer stellt denn ausgerechnet hier Ladung in den Gang? Wie sollen wir denn jetzt auf das Oberdeck kommen? Oh nein! Ja, wie soll man das machen? Oh, da kommt man sogar dran. Ich dachte jetzt, da kommt so ein riesiger Bart irgendwie runter. Ja, genau. Nein, ein bisschen nach rechts. Hm? Ah! Wow, wow, wow! Ah. Mein Kopf wird aufgespießt. Oh, der Kran hat statt der Ladung das Grünkäppchen erwischt. Da kann er sich halt gleich im Ausguck nützlich machen. Und jetzt fragt mich nicht, warum, wie wir auf das Oberdeck gekommen sind, aber wir sind da. Ja, nicht scoute voraus anscheinend. Eure Ranzigkeit! In Kürze überfliegen wir die Grenze des Pilzkönigreichs zum Königreich Bodenland. Hm, verstanden. Abtreten! Sehe ich das Zeugs? Was ist denn da oben los? Wow. No. Jetzt kommt dann so eine 1. Ein Schaden. Was ist das? Um es mit mir, Luke Miller, aufzunehmen, fehlen dir mindestens 100 Millionen Jahre Übung. Du bist die Diebin, die der Prinzessin die Stimme gestohlen hat. Das ist sie? Ja, beneidenswerter böser Plan. Genau. Ich muss jetzt im Bodenland neue Schandtaten vorbereiten. Und deshalb habe ich keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten. Der Krankfried erlege die gegen das. Und du darfst eher sein. Ja, hier geblieben. Ich bin krank. Was? Krank Angfried? Der Lieblingsschüler von Luke Miller. Hilla. Ich muss den Namen noch. Ihr habt wohl zu viel Zeit, dass ihr wegen der Stimme so ein Aufstand macht. Dabei kommt es doch viel besser. Aber ihr seid in diesem Spiel nicht vorher gesehen. Was? Das ist unser Spiel. Ah. Hey, Bowser. Hm? Okay. Und jetzt Zeug. Let's go. Mach mal den platt. Sehr gut. Da. Oh. Hast du gesehen? Ja. Ausgewichen. Das war cool. Stöhn, ihr. Ihr könnt dem Kerl ausweichen. Und wie? Acht genau darauf, was der Kerl vor dem Angriff sagt. Was tuschelt ihr? Da. Wenn der Kerl rot redet, dann sieht er rot. Hat er Mario im Visier. Jedes Monster zeigt im Kampf andere Schwächen. Also studiert eure Gegner. Das ist wichtig. Da. Warum gibt unser Erzfeind uns Tipps? Naja, wir haben im Moment, glaube ich, gerade denselben Feind. Na, warte! Ha! Wer hat da rot gesprochen? Er ist ausgetrickst. Ha! Na, warte! Ha! Easy! Hoppla! Hoppla! Oho! Ja, ich? Oh, okay. In die Fresse. Attacke! Aua. Nur weil wir Schaden bekommen. Ob alles okay? Ja, wird's gut. Ich spring den auf den Schädel einfach. Oh, nein, ich wollte auf den Aufschub. Ja, komm her. Mein Gott, er greift nur dich an. Ich glaube, er hat was gegen dich. Alarm, was gegen mich. Hoppla. Ich hatte mir schon gedacht, dass sowas. Bei Fuß.
was macht der da? Was? Geh! Komm, ist vorbei. Ich gehe jetzt. Genug geredet. Geht doch auch. Also, es geht doch auch einfach. Ah, feuerfrei. Na. Springen. Geh! Hey, da bleiben! Komm zurück! Geh mit uns drauf! Oh nein! Ist das eigentlich ein R oder eine Sie? Das ist ein R. Okay, gut. Oh nein! Kaputt! Sergeant, eine Explosion! Sofort überprüfen! Objekt! General, suspekte Objekte gesichtet. Oh, wunderschön. Ah. Schnell zur Absturzstelle! Alarm! Alarm! Ich glaube, wir sind tot. An der bodenländischen Grenze. Ja. So. Oh nein, mein Bruder. Wo bin ich? Oh, oh nee. Was, wo ist er? Nein. Ah. Mamma mia. Ja, lass uns losgehen. Ja, wir sind an der bodenländischen Grenze angekommen. Ja. Komm, und gleich sind wir schon im Bohnenland. Meinst du, da gibt es Boden? Nein. Schade. Nein. Sternstuppenfeld Absturzstelle. Das war ernst gemeint. In Donut Pins gibt es auch keine Donuts, oder? Ja. Der Coupon-Jet zerstört. Da war er noch nicht abbezahlt. Was? Nein. Findet Bowser und rettet ihn. Er muss mich noch bezahlen. König Bowser ist auf der anderen Seite der Grenze abgestürzt. Hm. Oh. Was da hinten ist, ne? Oh, was für eine seltene Ehre. Das sind doch Mario und Luigi. Das heißt Grünkappe. Freut uns wirklich, euch wiederzusehen. Seid ihr beiden auf einer Reise? Ihr wollt vorbei, aber ihr wisst bestimmt, dass hier die Grenze des Pilzkönigreichs ist. Wir können euch ja nicht passieren lassen, bevor ihr uns die Sprünge zeigt, die eurem Ruhm entsprechen. Wer ist mit einem kleinen Grenzsprung? Was ist das? Was ist das? Die Regeln sind einfach. Springt, damit ihr die Grenze hier nicht berührt. Ihr springt so lange, bis die Fahne im Hintergrund die Spitze des Mastes erreicht hat. Wenn einer von euch dreimal das Seil berührt, habt ihr leider verloren. Bevor es ernst wird, üben wir erst einmal. Oh Gott, das könnte. Müssen wir beide gleichzeitig. Pass auf, die bewegen sich. Gut, Mann. Da springst du, ja. Sehr schön. Und jetzt du, Luigi, spring mit B. Sehr schön. Jetzt machen wir springen über das Seil. Da müssen wir echt zusammenarbeiten. Ja, wirklich, sehr gut. Jetzt springt Luigi über das Seil. Wirklich sehr gut. Und jetzt Mario, Luigi. Versucht das zu zweit. Mario, Mario und Luigi, Mario. Ja, Mann, das wird noch sehr viel schwieriger. Ja, wirklich sehr gut. Und jetzt wird's ernst. Wie wär's mit einem kleinen Grenzsprung? Ja. Oh. Ja. Genau, machen halt noch mal, damit wir hier weiter können. Also, wenn wir nicht schaffen, dann müssen wir das noch mal machen. Da hat er mir ausgetrickst. Wie kann das wagen? Schon wieder. Schon wieder. Ah. Ich darf nicht mal getroffen werden. Fantastisch. Okay, sehr gut. Das war wirklich unglaubliche Sprünge. Plus 1000. Yay! Oh. Die Fahne ist oben. Ab hier seid ihr im Bodenland. Passt gut auf euch auf. Ja, einige müssen Zoll bezahlen oder irgendwie so. Wir müssen immer ein Seil springen. Moment noch. Ah, das bist du. Ja, woher weißt du das? Weil er eine rote Fahne hat. Okay. Meine war blau. Ich habe keine Ahnung. Ihr seid die Ersten, die es geschafft haben, unsere Grenze zu überqueren. Wie sind die ganzen überhaupt dann hierher gekommen? Nehmt das hier als Andenken. Karte vom Bodenland erhalten. Nice! Boah. Mit einer Landkarte fühlt man sich in der Fremde gleich sicherer, oder? Ich weiß nicht. Ich brauche bestimmt ein Navi. Öffne das Menü mit Select, um die Karte anzusehen.
Schüssige. Ah, da, hier. Röhren. Die sind wichtig. Weil das ist das ganze Bodenland. Ah. Und wie man sehen kann, das Bodenland ist verdammt riesig. Das ist die ganze Welt sozusagen. Ja. Alles klar. Wir werden auf unserem Weg hier Röhren finden. Denn die gelten dann als Warp-Punkt. Alles klar. Aktuelle Sternschnuppe. Schwere Versäumnisse der Sternenfeldverwaltung. Stachelschnuppen zur Grenzsicherung scheinbar leicht zu überqueren. Drückt man im Laufen erst A und danach B, kann man die Grenzanlage springend überwinden. Umgehende Maßnahmen zur Grenzsicherung erforderlich. Ja, gut. Ich soll steuern? Okay. Ja, du darfst jetzt mal. Okay. Jetzt muss ich A. Boah. Jetzt musst du A drücken. Wow. Ah. Ein Pilz. Geil. Oh. Okay. Da ist ein Gegner! Kann man da runterfallen? Nein. Oh nein. No! Selbst unbeabsichtigt schaffe ich jetzt irgendwie noch dich zu manipulieren. Nein. Hat er dich ausgetrickst? Ja. Warum greifst du überhaupt als letztes an? Ah ja, stimmt, weil du so fucking langsam bist. Ja. Ja. Die Typen sind schneller als du. Bam! Wir sind down. Zwei Pilze. Nice. Okay. Man denn? Nein! Verdammt! Sag mir nur Bescheid, wenn du wechseln möchtest. Na, geht schon. Einmal überhaupt nach den Kämpfen? Nein. Na. Das ist ein RPG, man heilt sich nicht nach den Kämpfen. In einigen schon. Aber nicht in dem. Ist ja kein Punkt. Center. Nein. Kann man irgendwo hier hoch? Nein. 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 Unsichtbare Blöcke oder so. Kann man ja eigentlich runterfallen? Nein, habe ich doch gerade gesagt. Okay, was ist das hier? Das ist eine Lampe. Okay. Ich glaube, wir sollten uns angewöhnen. Häufig zu speichern. Nee, Dings, das mache ich immer. Aber man kann ja nicht auf verschiedene Slots speichern, ne? Nein. Weil wenn irgendjemand mit der Aufnahme nicht stimmt oder so, dann hat man... Man hat gespeichert, da kann man ja schlecht zurück, weißt du? Ja. Deswegen sollten wir immer nachdem wir den Part aufgenommen haben, speichern. Mhm. Sollten wir uns angewöhnen. Du bist auch drauf gesprungen. Hey Mario, endlich bist du da. Was ist mit mir? Los, hol mich hier sofort raus. Ich hol dich da raus. So, wer spricht den? Du. Okay. Sieh an, Bowser höchstpersönlich, ausgerechnet in einer Kanone und will vor Wut fast explodieren. Explosionen? Was denkst du, wer du bist? Stella nennt man mich. Bin ich ein Typ oder... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für einer ist. Mit harter Hand regiere ich hier im Sternschnuppenfeld. Mit harter Hand? Du hast doch nicht mal Hände. Viel habe ich von dir gehört, doch bist du kleiner als ich dachte. Alter. Willst du etwa wieder raus? Umsonst lasse ich dich nicht heraus, du armer Wurm. Gib mir all deine Münzen, dann lasse ich dich ziehen. Und niemand erfährt von diesem höchst peinlichen Vorfall. Die Schande, das ist ja nicht zum Aushalten. Was? Ihr wollt mir für Bowser 119 Münzen zahlen? Na klar, hier. Haben wir überhaupt zu viel? Ja, das ist das Reisegeld. Wer? Wenn mir das mal kein Pilzgeld aus dem Pilzkönigreich ist. Hier im Bodenland müsst ihr ausländische Devisen erstmal umtauschen, wenn es mich im Namen nicht. Der Tageskurs kurz für 119 Pilzmünzen, genau 10 Bodentaler. Was? Und für läppische 10 Taler wird dieses Geheimnis nicht geheim bleiben. Also bringen wir einfach noch 100 Bodentaler. Wie ihr hier an Geld kommt, ist euer Problem. Was? Was ein Arschloch. Finde im Sternstuppenfeld 100 Münzen. Du findest sie in Fragezeichenboxen oder gewinnst sie im Kampf. Überprüfe die Zahl der erhaltenen Münzen im Menü. Ja, das ist klar. Und da können wir nicht. Oh, nee. Nee. Ihr habt ja im Moment genau 0 Münzen. Das sind noch lange nicht 100 Münzen. Warte, lass mich noch mal nachziehen.
Ich glaube, wir haben null. Ich glaube, wir haben null Münzen. Ja, wo ist denn Gegner? Ich versuche mal auf den drauf zu springen. Wow. Ah! Diesmal schaffe ich es, auf den Gegner drauf zu springen. Pass auf. Okay. Du hast es geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich. Beim zweiten Mal, aber egal. Bam! Spring. Ja, du musst doch gar nicht springen. Ich musste springen. Weiß, ich wollte aber auch springen. Warum wolltest du springen? Ich wollte einfach springen. Du wolltest. Ja. Boah. Boah, eine Münze. Kann man hier runterfallen? Wenn du mich das jetzt nochmal fragst, das hau ich dir aufs Maul. Boah, ich krieg das hier nicht so. Nee, boah. So, spring. Oh, ich vergesse, dass ich B drücken muss. Ja, ich hab's gerade echt vergessen. Das ist bestimmt sehr ungewohnt, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat und dann nur noch auf einen Knopf begrenzt ist. Ich fand's am Anfang, als ich es auf Emulator gespielt habe, sehr komisch, weil ich X und Y nutzen musste. Statt A und B. Ah, genau. Warte mal, was? Was willst du machen? Willst du wechseln? Nee, Dings. Guck mal. Was? Geht doch. Wir sitzen bei mir A. Was anderes als. X, mit X kann ich auch springen. Mit X und B kann ich springen. Und du kannst mit A und Y springen. Müsste nicht A genau das gleiche sein wie X normalerweise? Keine Ahnung. Mir egal. Mir egal. Ja, wir müssen die Welt retten. So. Oh, da ist ein Gegner. Ich habe einen Gegner gesehen. Oh, geil. Hey, was ist geschafft? Okidoki. Was zum? Willi Kanone. Die mache ich fertig. Wo hast du das gesehen? Wow. War dieser. Das bist du mir. Verdammt, der ist immer noch am Leben. Bam! Nein. Hey, hast ihn getötet. Blutige Rache, und jetzt du. Nein. Bam! Yay, Level up! Oh. Boah, plus 2 Angriff. Boah, plus 2 Bart. Mach ich mir noch mehr Bart. Und zwar plus 2. Nice! Ja, und ich bin immer ein bisschen zurück. War. Ja. Das ist irgendwie blöd, ne? Hey, da war einer. Wir treffen wir. Oh, guck mal, sie sieht einer. Mit verbundenen Augen, wortwörtlich. Was sie sehe ich mich machen. 4 Schaden. Oh, ich mache 1 Schaden, was sagst du jetzt? Das guck dir das mal an. Ah! Idiot! Ah. Ich krieg jetzt auch ein bisschen mehr Angriff, glaube ich, ne? Wo Level ab. Ja, plus 1. Plus 1 plus 1 plus 1 nur Verteidigung plus 2. Mein Gott, das waren aber schlechte Werte. Dann möchtest du erhöhen. Ich will mal ein bisschen mehr AP haben. Einfach so. Oh, oh, oh. Nice. Ich hab so ein Gefühl, ich werde die brauchen. Boah. Mario sieht aber gerade so aus, als wäre er beinahe runtergefallen. Nee. So. Wir hätten da oben auch noch einen Weg gehabt. What? Da ist meine Box! Da war ich vorbei! Das ist Zero. Muss erst mal gucken hier. Sternschnuppen Areal 51. Area 51. Was ist das überhaupt? Ist das irgendwie nicht so ein UFO? Ein Gebiet, wo ein UFO mal gelandet ist, was? Was sind das für Leute? Die Sternschnuppen von eben sind tatsächlich feindliche Außerirdische bei unserer Sternschnuppenehre. Wir müssen sie finden. Was? Sternschnuppengeneral habe ein sehr verdächtiges Objekt ausgemacht. Dieses Grün ist so leuchtend, dass es in den Augen brennt. Habe das auch überprüft, aber das ist rot, nicht grün. Sofort mit bloßen Augen überprüfen und bericht. Warum stehe ich überhaupt auf deinem Kopf drauf? Weiß ich doch nicht. Wieso bist du auf meinen Kopf draufgesprungen? Was soll das? Was machst du da, mein Blüder? Hm.
Was? Was? Ups. Oh, das ist doch Mario aus dem Pilzkönigreich. Bestätige Sichtung von Luigi. Sergeant, umgehen, Autogramm anfordern. Gibt nicht. So. Was? Die schöne Stimme von Prinzessin Peach? Gestohlen? Diese Stimme muss unbedingt gerettet werden. Vielleicht können wir euch dabei ein wenig helfen. Nun weihen wir euch in die Paaraktion der Sternschnuppenbrüder ein. Mario, Luigi, jetzt gibt es ein spezielles Sondertraining zum Thema Paaraktion. Bereit für das Sondertraining? Ja. Warum lachst du, weil ich den wie so einen zugedröhnten Typen irgendwie spreche? Um besonders hoch zu springen, hüpft Luigi zunächst auf Mario. Dann kann ein hoher Sprung ausgeführt werden. Also drücke zunächst L, um den hohen Sprung auszuwählen. Hoher Sprung. Der erste Sprung erfolgt dann durch Drücken vom B. Oh. Drücke zum gemeinsamen Sprung noch einmal B. Wie die von der Seite aussehen. Damit kann man höher springen als allein. Doppelt springt besser. Erklärung wiederholen? Nein. Also Luigi, spring mit dem hohen Sprung auf den Felsen rechts. Du musst L drücken. Achso. Jetzt nochmal B. Und dich dabei natürlich bewegen. Gut gemacht. Mit dem hohen Sprung schaffst du auch höhere Stufen. Jetzt tauscht mit Start die Position. Mario, bitte nach hinten treten. Drücke L und wähle den Wirbelsprung. Spin. Drücke B, um zu springen. So kann Mario auf Luigis Schultern springen. Du stehst bei ihm auf dem Kopf. Wenn du erneut B drückst, wirbelt ihr beide zusammen für eine Weile durch die Luft. Boah, der wendet der Steuerkurs, um dich in der Luft zu bewegen. Macht Sinn. Mit dem Wirbelsprung könnt ihr auch breite Täler und Gräben mit einem Sprung überqueren. Erklärung wiederholen? Nein. Also mal, ich springe mit dem Wirbelsprung auf den Felsen auf der rechten Seite. Okay. Bravo! Die Aktion, die der hintere Bruder durch Drücken von B ausführt, nennt man Paaraktion. Drücke L, um die Aktion auszuwählen und B, um sie auszuführen. Merkt euch das gut. Das sind Aktionen, die sich nur brüderliche Einheiten bewältigen lassen. Sondertraining Ende. Informationen wiederholen. Brauchen wir noch Infos? Nö. Nein. Jetzt wahrscheinlich gleich sowieso wieder vergessen haben, aber... Dann zeigt mal, was ihr im Sondertraining gelernt habt. Benutzt den hohen Sprung und den Wirbelsprung, um zu der Flagge da oben zu kommen. Das dürften wir hinkriegen. Dann drückt bitte B. Alter. Du musst dann immer hinten stehen, oder was? Ja, jetzt musst du bewegen. Oh, Pilz. Nehmen wir mal an, das sind Heil-Items, die Pilze, ne? Ja, tatsächlich. Mario, Luigi, ihr seid zwei besondere Brüder. Den hohen Sprung und den Wirbelsprung beherrscht ihr nun perfekt. Mario und Luigi, wir wünschen euch viel Glück für euer Abenteuer. Stillgestanden! Wir müssen gehen, unser Untergrund braucht uns. Genau. Ja, wir müssen hier runter. Also, komm mal da. Alles klar. Muss man da Dings machen? Wir kommen da, wenn wir da oben. Also da, sind. Da. Aber, ja. Ups, hab ich gar nicht gesehen. Ich habe nur das Speicherbuch da gesehen. Ja, genau, wir haben jetzt auch die Fahrattacke drauf, aber das werden wir gleich auch noch abbekommen. Alles klar. Ha, Crit! Toll. Das sind die sogenannten Crits. Ganz toll. Ja. Ein Pokémon war das, ne? Toll. 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 Ja, sehen wir mal sehen. Plipp. Jetzt aber. Sehr gut. Bam. Wir haben es geschafft. Gut. Sind noch irgendwelche Kämpfe, weil wir haben noch so 5 Minuten.
Da ist noch ein Kampf. Spring drauf! Hast du es geschafft, sehr schön. Ich bin drauf gesprungen. Piu! Was willst du? Geh weg. Wurm, sehr gut. Mit diesem blöden Viecher. Ah, verdammt. Vergiss mal. Toll! Toll! Das war kein Troll. Doch, was? Nein! Boah. Ich habe Punkt dafür bekommen, dass ich auf den drauf springe. Ha! Das sind sie down. Ich hab's geschafft! Da ist noch einer. War. Jetzt ist es ja noch einfach. Wieder ja. Spiel sehr schwieriger am Ende. Ja. Also mit Reaktion und all so. Ja, bestimmt. Also ich meine nicht nur für mich. Ja, für mich wird es auch noch schwieriger. Okay. Wir haben gewonnen. 57 Münzen haben wir oder was? Ja. So, deswegen konnte ich nicht. Da ist irgendwo noch ein Gegner oder so. Ich sehe keinen, aber wir können hier hochspringen. Ja. Ah, hier können wir rüber. Ah! Shit! Shit, ich bin voll durcheinander. Ja. Nein! Nein! Ah. Ich war so durcheinander. Sollen wir speichern? Ja. Was war das? Da unten. Achso. Da unten, das Buch, wo ein S drauf steht. Ja, da war irgendwie so ein Staubwolke. Ich dachte, da war irgendwie. Boom. Ja. Oh, speichern. Wie viele Münzen haben wir denn? Wir haben gerade noch 116. Wie viele haben wir jetzt? Ich glaube, irgendwas mit 50 war es. Ich glaube, wir hatten so 68. Alles klar. Alles klar, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao. Ciao. Oh.